Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Mass Effect 3. Oh, was willst du denn da unten? Ja, dreckige Lache, ja, gefällt mir. Pille, Palle, Killefick. Noch mehr? Sehr gut. Immer weiter, immer weiter. Ist da noch einer? Nein. Das ist doch mal schönes Alien-Moorhuhn-Schießen. Vor allem platzen sie so schön. Oh! Was zum Teufel ist das denn? Dickes Gerät. Na, ganz klasse. Ganz klasse. Na, ganz oberklasse. Na, wie schmeckt dir die Schrotflinte? Blödpenner! Aua, jetzt hat er mich aber übel erwischt. Und jetzt habe ich ihn erwischt. Schöne Retourkutsche. So, da geht's weiter. Mit Kleinvieh. Commander Shepard, hier ist General Corinthus. Was über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay. Ich gehe zu Fuß. Shepard Ende. Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Ja, bringen Sie mich mal da bitte hin. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Eine Fregatte zerstört. Okay, da geht's nicht weiter. Wie viele Besatzung sind das? Oh mein Gott. Oder wie? Oder sehen was? Sie sich das an? Ach, da lang. Das kommt davon, wenn man vorne weg rennt. Rira rutsch. Verdammt! Sehen Sie sich Palavan an. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater. Eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag. 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um. Machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber ja, zum Glück haben die ständig was zu babbeln. Keine Kraft mehr hat. Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen. Na. Wieder welche von diesen Pennern. Ups, komme ich darüber? Ja, zwischendurch mal so ein bisschen eine Angeberrolle, das kommt auch ganz gut. So, hier hoch wahrscheinlich. Oh, da oben ist auch heiß was los. Ah, das ist dieser komische Arschgeigenvogel wieder. Soldat, alles in Ordnung? Jawohl, Sir! Wir schaffen das schon! Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Ja, Kohle und Upgrades. Commander, wie viele Soldaten waren das bei dem Absturz? Wo müssen wir hin? 50, 75. Da lang. Ich bin nicht sicher. Könnt ihr hinkommen? Es tut weh, wenn man ein schönes Schiff so untergehen sieht. Uiuiui, ui, ui. Da war ich wieder ein bisschen voreilig, was? Das war knapper, als mir lieb ist. Ja. Absolut. Wieder so ein Mörder-Riesenteil.
Die sehen auch wirklich aus wie Zecken, oder? Also, Commander, glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine Asari, Salarianer. Salarianer, da denke ich immer an Sellerie. Wo bleibt die Kavallerie? Nicht Kavallerie, Sellerie. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Das sieht zwar total bescheiden aus, wie er rennt, aber es ist immerhin ganz schön fix. Stimmt, die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kogane jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. So. Schade eigentlich. Jetzt wird doch wohl wieder bald irgendwas passieren, oder? Das klingt übel. Okay, Beeilung! Was denn? Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Direkt hinter ihm! Was? Hinter mir? Du Affe! Mach die Pferde nicht unnötig scheu, du erschreckst mich, du Penner, du Blöder, von wegen hinter mir! Geht ja wohl gar nicht. Das kommt mir nicht mehr vor, James Butler! Butler James. So. Hier ist bestimmt, gibt's bestimmt Ärger. Ah ja. Da werde ich doch gleich mal, weil es ein bisschen größere Entfernung ist, zu meinem Scharfschützengewehr umschalten. Und natürlich die Brandmunition aktivieren. Und jetzt gibt's was zwischen die Augen. Noch jemand ohne? Aua. Was war das denn? Granate oder so? Nur immer ein bisschen ärgerlich, dass ich da immer wieder nachladen muss, da nach einem Schuss. Komm. Wow, der verträgt einen Kopfschuss. In die Anlage vorrücken! Schon unterwegs! Ja, dann schalten wir aber lieber wieder um. In die Halbdistanz. Direkt hinter ihm! Jetzt hast du schon wieder gesagt! James, 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 James. So. Hier irgendwo Feindgesindel. Ah, da. Oh, ein Dicker. Da halte ich mich vielleicht doch erstmal fern. Sofern es geht halt. Oh, es geht gar nicht so fern. Ich glaube, ich ziehe mich da mal ein bisschen zurück. Wo ist er? Oh, jetzt muss der erst nachladen. Okay, das hat ja keinen Sinn. Der nimmt ja kaum Schaden mit der Knarre. Ja, so sieht es schon deutlich besser aus. Nö? Spacko, du! Sonne, Mond, Monster. Schön. So, da hat sich jetzt wieder einer verschanzt. Die halten doch ein bisschen mehr aus als die Zombie-Typen. Oh, da oben kommt schon wieder so ein Dicker. Das reicht mir die Reichweite wahrscheinlich nicht mit der Knarre. Na komm. Ich verpasse dir gleich ein paar, bevor du überhaupt hier aufkreuzt. Oh, 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 das sind zwei. Das ist allerdings heftig. Dann sollten wir den einen jetzt mal schnell ausschalten. Okay, Nummer 1 ist weg. Aber es wird umschlagen. Immer nachsetzen. Erste Hilfe, erste Hilfe. Ich schieß dir in den Hintern. Fire in the hole. Wird's da ein Bulletstorm heißen. Oh, hängt da an der Treppenstufe? Schade für dich. So. Noch einer von der kleineren Sorte.
Ja. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Kommen da noch mehr jetzt oder haben wir es bald? Oh, da kommt noch mehr. Oh, da ist noch ein. Was ist das? Oh, eine Alien-Waffe. Oh, kann ich bitte mehr davon haben? Ja. Das kann ich nicht nehmen. Achso, ist Munition. So, noch mehr? Oder haben wir es jetzt? Haben wir es? Alle platt, alle tot? Da ist noch einer. Aber jetzt ist es doch, oder? Das war's doch jetzt. Das ist doch General Victus. General Victus? Ja? Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Vakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht sie woanders, General. Ich bring sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine turianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Es ist wichtig. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Ja, wie? Haut einfach ab, oder was? Außerdem hat er O-Beine. Ist wohl Fußballer. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die turianische Hierarchie? Ja, Blitzmerker, so sieht's mal aus. Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Ach du liebes bisschen, muss ich jetzt auch noch Psychologe spielen? Frau Dr. Calvas oder was, damit der mitkommt? Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Der Krieg ist ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. All diese Spezies zu vereinen, erfordert ebenso viel Kraft wie der Kampf gegen die Reaper selbst. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die turianische Flotte. Tja, einmal eingeschleimt und schon geht er mit. Ha? Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ja, mach das, sagt Tschüssi. Gib ihnen noch einen Kuss. Ohne ihn werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Victus? Ja, bitte, Aufbruch. Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. War ja klar. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Jo. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber Ihr Plan wird scheitern, Commander. Wir wissen das. Wir haben es schon erlebt. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Nicht nur ich sehe das so. Die salarianische Dalatras ist außer sich. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Mag sein, dennoch vergeuden Sie mit diesem Gipfel Ihre Zeit. Und davon haben wir zu wenig, um damit auch unsere zu vergeuden. Wir müssen uns auf die Ankunft der Reaper konzentrieren. Darum kommen die Asari nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Koganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Viel Glück, Commander. Mann, eine blöde Kuh, wirklich wahr. Gibt's irgendwie eine Beschimpfen-Taste in dem Spiel? Kann ich die irgendwie zur Sau machen? Mann, Dreck aus der Hölle, echt. Blöde Kuh! Ja, jetzt speichere ich erstmal ab, glaube ich. Zur Belohnung.